Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die King Kong Box von King Khalil. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. King Kong von King Khalil. Das Ganze am 31. Januar erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das dritte Album von King Khalil. So sieht das aus. Wir werden mal die Folie abnehmen und uns das Ganze dann im Detail ansehen. Einmal hier seitlich einschneiden. Und so sieht das Ganze dann aus. Wir haben hier eine recht große Box im Hochformat. Hier oben lesen wir einmal Team Kuku präsentiert King Khalil King Kong. Die Buchstaben, also generell so dieses Artwork der Schrift von King Khalil und King Kong, erinnert mich sehr stark an Donkey Kong. Dann haben wir hier den Rapper, den Interpreten auf einem goldenen Thron sitzend. Hier hinten haben wir noch eine MCM-Umhängetasche und das Ganze hier mitten in Berlin, würde ich mal sagen. Also es sieht mir so nach Berliner Umgebung aus, hier vor dem Plattenbau. So sieht das Ganze auf der Unterseite aus, schwarz-grau, also der Asphalt. Dann haben wir hier Team Kuku und die Krone. Oben zieht sich das Artwork durch. Hier auf der Seite auch wieder Team Kuku plus Krone. Und auf der Rückseite auch nochmal groß das Label plus die Beteiligten und ein Barcode. Gut, das Ganze geht dann hier auf. Es ist eine Clubbox. Und dann schauen wir mal hinein. Wir haben hier einmal eine Mütze. Dann haben wir hier einen Longsleeve. Einen Schlüsselanhänger. Die Bonus-EP, die King Kong-EP. Das Album an sich. Ja, hier haben wir eine Telefonnummer. Ist die Frage, ob man die jetzt schon gesehen hat. Eine Autogrammkarte und ein Poster. So, von innen die Box in weiß. Dann packen wir mal alles zur Seite, beziehungsweise hier haben wir da noch diverse Inhalte in Folie. Denn Longsleeve, Mütze, Schlüsselanhänger, Album und EP. All das ist hier in Folie. Gut, dann holen wir mal alles hier aus der Folie. Also, wir haben hier das Album, das jetzt hier am besten unten aufgeht. Dann haben wir natürlich die EP. Da bietet sich immer die Schweißnaht an, wenn es eine gibt. Und hier haben wir dann, nehme ich mal an, reguläre zum Aufmachen. So, einmal, zweimal und dreimal. Gut, so, Bonus-EP plus Album müssen wir hier auch noch rausholen, endgültig aus der Folie befreien. Und dann können wir endlich starten. So sieht das Album aus. Wir haben hier ein reguläres Jewelcase, das Cover wie auch schon die Box designt. Auf der Seite lesen wir hier Team Kuku in gelber Schrift auf schwarzem Untergrund. Auf der Seite King Khalil, King Kong plus die Katalognummer. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben 15 Tracks an der Zahl und die Featureliste, die ist echt heftig. Also es sind Unmengen an Features und vor allem namhafte Features. Wir haben hier Features mit dabei von Flair, Kollega, Mert, Lilano, Edin. Dann jemanden, den ich nicht kenne, um ehrlich zu sein. Zweiton, Two-Tone. Sagt mir zum ersten Mal nichts. Maestro, PA Sports, Asan, KA, Azad und Mois.
Also, diese Feature-Liste kann sich euch sehen lassen. Dann hier wieder Beteiligte plus Barcode. Dann schauen wir mal ins Innenleben. Als erstes kommen wir hier zum Booklet. So, die ersten Tracks inklusive der Info, wer gefeatured wurde und wer produziert hat. Dann Fotos des Interpreten. Der Joint ist immer mit dabei. Weitere Tracks. Dann hier ein Foto mit dem Longsleeve. Hier hinten lesen wir King Kong, den Albumtitel. Dazu kommen wir dann noch zu dem Longsleeve. Weitere Tracks, weitere Fotos. Weiteres Foto und zum Abschluss gibt es dann die Credits. Also, diese Personen waren hier am Album beteiligt. Team Kuku zum Abschluss. Die CD ist dann hier wieder in dieser Plattenbauoptik gehalten. So sieht das aus und auf der Rückseite auch wieder zu sehen. Jawohl, soweit zum Album, dem dritten Album von King Khalil. Dann haben wir die Bonus-EP, die King Kong EP. Team Kuku präsentiert King Khalil King Kong EP. Auf dieser EP haben wir dann nochmals 5 Tracks und auch hier wieder jede Menge Features. Wir haben hier Features von Karas, Beto, AP, KA, G-Star, Sinan G, Paiman, Capital T. Also ohne Ende Features, sowohl auf dem Album als auch auf der EP. Manche davon, muss ich ehrlich sagen, kenne ich nicht. Dann die CD auch wieder in dieser King Kong Optik, in Schwarz, Rot und Gelb. Und das Ganze kommt in einer Papphülle. So, ein Schlüsselanhänger ist mit dabei. Hier King Khalil in feinster Affenoptik. Also hier so eine Mischung, halb Mensch, halb Affe mit der Krone und King Kong Halskette. Rückseite in Schwarz. Und das Ganze ist dann natürlich hier ein Schlüsselanhänger. Also mit diesem Ring hier könnt ihr das an euren Schlüssel befestigen. Dann haben wir mit dabei ein Poster. Das Poster ist beidseitig bedruckt. Auf der einen Seite Team Kuku hier in weiß und schwarz im Hochformat und auf der Rückseite ebenfalls im Hochformat, so im Comic-Stil gehalten, nochmal das Album. Hier sehen wir wahrscheinlich die Person, die das Ganze hier verantwortet, die das hier gezeichnet hat. Also Face Drawn und dann steht hier auch aka, ist ganz schwer zu lesen. Ich glaube, hier steht Zakaria Janui, wenn ich es richtig lese. Also die Person dürfte das hier gemalt haben. Beidseitig bedruckt, beide Male im Hochformat und von der Größe her dürfte das A3 sein. Dann haben wir mit dabei Textilien und zwar ein Longsleeve in Schwarz und Weiß. Ich glaube, speziell diesen Boxinhalt hier verdankt die Box ihre Größe. Also der Longsleeve in Schwarz mit riesengroßer weißer Krone auf der Brust. Darunter dann der Schriftzug King Khalil. Und auf der Rückseite haben wir dann hier nochmal King Kong im Schulterbereich, so unterm Nacken im Schulterbereich stehen. Erinnert mich vom Design her auch von den verwendeten Buchstaben her ein bisschen an Palm Angels. Und das Ganze ist dann hier unten vernäht. Also hier haben wir 2 Nähte. Und an den Ärmeln haben wir dann hier jeweils noch einen Bund mit eingenäht. So sieht das aus. Gut, bei diesem Longsleeve handelt es sich um ein Team Kuku in der Größe L. Okay, und jetzt schauen wir noch kurz, ob wir hier irgendwo, jawohl, einen Zettel finden. Hier lesen wir dann auch wieder Team Kuku, 100% Baumwolle und made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Wir packen den Longsleeve wieder zusammen und kommen zum nächsten Boxinhalt, der hier optisch hervorragend zu diesem Longsleeve dazu passt. Und zwar eine Mütze, eine Strickmütze, auch hier wieder mit der weißen Krone vorne drauf. Ansonsten hier nichts weiter zu sehen. Und hierbei haben wir es zu tun mit 100% Polyester, manufactured by Nakas und made in Turkey. Grüße gehen raus. So sieht die dann aus.
Eine Autogrammkarte ist mit dabei, im Hochformat auch hier wieder die bekannte Optik hier mit dem goldenen Thron, mit schwarzem Stift hier unterschrieben, auf der Rückseite wieder Team Kuku. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann hier noch so ein kleines Kärtchen, wie so eine Visitenkarte. Auf der einen Seite haben wir das Label und auf der Rückseite haben wir dann eine Telefonnummer, die ich jetzt hier entsprechend verdecke. Das sogenannte King Kong Phone. Also ich nehme mal an, dass man mit dieser Nummer oder unter dieser Nummer dann irgendwie Kontakt mit Khalil oder mit Team Kuku aufnehmen kann. Jawohl, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Visitenkarte mit der Telefonnummer. Die unterschriebene Autogrammkarte im Hochformat. Dann diese Mütze hier mit der Krone. Ebenso wie der Longsleeve hier, der vorne und hinten bedruckt ist, in der Größe L. Das Poster im Hochformat, beidseitig bedruckt. Der Schlüsselanhänger hier. Die Bonus-EP mit 5 Tracks. Sowie natürlich das Album an sich mit 15 Tracks. Jawohl. Das alles in dieser wunderbaren Box. King Kong von King Khalil. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr King Khalil unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.